Andrew McPherson. Da muss Pankowski ran. Ogier. Und die Huskies mit Braden Pym, mit Evan McGrath. McGrath, Pym, Tor! Da geht es im Schnelldurchgang durch die neutrale Zone. Und Braden Pym ist dann derjenige, der in Kombination mit Evan McGrath einnetzt. Reis verliert die Scheibe im Vorwärtsgang. Matt Knight, Tor! Ausgleich und das ist hochverdient. Matt McKnight mit dem 1:1, da hat er noch was abbekommen scheinbar. Hier der Fehler von Andy Reis. Und Matt McKnight, eiskalter Flachschuss. Und der verdiente Ausgleich. Schade aus Kasseler Sicht, weil sie eben diese Druckphase gerade überstanden haben. Und dann führt ein individueller Fehler doch zum Ausgleich. Braden Pym mit Tempo wieder. Reis knapp vorbei, Rebound. Kein Rebound da, aber Braden Pym, Tor! Braden Pym bekommt den Puck zurück, versucht es ein zweites Mal und dann trifft er trocken zum 2:1. Also, es fehlt nur der Torerfolg. Da ist er auch schon mit Ankündigung. Und da hat, glaube ich, noch einer abgefälscht. Und es sind nur 21 Sekunden gespielt. Schauen wir nochmal drauf. Ja, einer hält die Kelle ran. Wir werden gleich sehen, wer es war. Beziehungsweise hören. Ich tippe mal auf Norman Hauner. Und wenn es der Fall ist, dann hätte er in jedem Spiel im November mindestens einmal getroffen. Norman Hauner. Scheibe ist bei Braden Pym. Rebound James Wisniewski. Die Huskies mit dem Shorthander zur erneuten Führung. Also da waren die Steelers viel zu sorglos. Sind ein Mann mehr auf dem Eis, aber lassen die Huskies da spielen. Und James Wisniewski völlig allein gelassen. 3:2 erneute Führung für die Huskies. Jens Meyer ist da und die Schlittenhunde können komplett durchwechseln. 12 Minuten noch zu gehen hier. Wisniewski fängt den Pass ab. Wisniewski, Tor! James Wisniewski schnürt den Doppelpack. Ansatzlos, aber da steht ihm auch keiner auf den Füßen, respektive auf dem Schläger. Deutet da einmal an. Und dann kommt der trockene Schuss zum 4:2.
Da kommen die Steelers nochmal zurück. Das Potenzial haben sie ohne Frage. Die Kraft dürften sie auch haben. Nein, es steht 5-2. Weil Toni Ritter den Fehler von Benny Hüfner nutzt. Das ist natürlich ein Geschenk, das man annehmen muss. Benny Hüfner lässt die Scheibe liegen und Toni Ritter bedankt sich höflich. 5-2 Kassel. Jetzt gibt es die Strafe gegen Marco Müller nach Foul an Sean Weller. Na, Weller muss aufpassen, dass er da nicht auch noch eine Strafe bekommt. Oh, Klitschek gegen Marco Müller, ja. Also Müller kommt zu spät, das ist mal klar. Gutes Vorchecking von den Steelers. Heinrich Wisniewski, Scheibe ist weg. Oh, und da bekommt Ogier die Scheibe nicht aufs Tor. Tor, aber möglicherweise hoher Stock, also es wird abgewunken. Es gibt natürlich den Videobeweis. Ja, da hat Weller für mein Verständnis den Stock viel zu hoch aus dieser Perspektive. Mal gucken, ob was da, gut, über Tor, da kann man nicht sehen, wie hoch der Stock ist. Aber die Hauptschiedsrichter haben sofort... Ich wollte sagen, waren sie sofort einig, das waren sie überhaupt nicht, was jetzt deutlich wird. Also der Hauptschiedsrichter, der im Drittel stand, hat abgewunken. Der andere sagt Tor und Rico Rossi reklamiert Abseits. Da geht es um die, was wir jetzt rechts am Bildrand sehen. Also da ist jetzt einiges an Entscheidungsmöglichkeiten drin. Möglicherweise kommt es gar nicht zum Videobeweis, weil das vorher Abseits war. Ja, warte. Ja, okay, also es kommt gar nicht zum Videobeweis, weil es hier um das, da haben wir es sehr gut in der Zeitlupe drin, um die Frage Abseits, also das will ich, ja, das ist selbst über die Zeitlupe nicht zu entscheiden, aber die Entscheidung steht. Rechter Bildrand, bitte, hat dann auch Feierabend für heute. Wie gesagt, die vierte Reihe kommt nochmal. Oh, Weller mit dem Schlag. Da ist jetzt ordentlich Frust drin gegen Marco Müller. Und dann gibt es den Faustkampf. Da fliegen die Handschuhe weg. Und das ist der klare Punktsieg für den Goldhelm der Steelers. Della Rovere fragt nochmal nach, was da jetzt genau der Grund war. Müller und Weller, da gab es ja die Vorgeschichte. Ja, Weller ist derjenige, der anfängt mit den beiden Schlägen auf den Hinterkopf. Aber die Vorgeschichte war natürlich der Kniecheck von Marco Müller an Sean Weller vor ungefähr 10 Minuten. Und dann geht es für Sean Weller dann doch darum, sich nochmal zu revanchieren und ein bisschen Frust abzubauen. Stadtzeit gegen die Kassel-Haskis-Kinder-Zimmer 2.
Also 2 Minuten. Marco Müller kommt damit 2 Minuten weg. Und wir haben dann jetzt nochmal für die letzten 12,4 Sekunden Überzahl Huskies. Und da dürfen Lettlin und Krüger auch nochmal ran. Und da geht es da auch nochmal zur Sache. Brommersberger gegen Krüger. Also was soll das denn? Da hat er sich aber den Falschen ausgesucht. Den unschuldigsten von allen. Aber jetzt ist das Spiel vorbei. Die Huskies gewinnen mit 5:2, weil die Steelers es in den ersten beiden Dritteln verpasst haben, ihre Vorteile, ihre Überlegenheit auf die Anzeigetafel zu bringen. Sie kamen dann zwar nochmal zum Ausgleich im letzten Drittel, aber der Wisniewski-Doppelpack hat letztlich das Spiel entschieden. Tolles Eishockeyspiel hier. Viel Tempo, viel Klasse, Emotionen. So macht Eishockey Spaß.